Ja, also auf den letzten Beitrag kann ich jetzt gar nicht eingehen. Aber auf ein paar andere Punkte, die in der Diskussion gefallen sind, möchte ich schon nochmal eingehen. Das erste ist ja der Vorwurf, das sei sozial ungerecht, was wir hier vorschlagen. Und ich möchte das nochmal mit ein paar Zahlen einfach entkräften. Also die erste Frage wäre, worin sehen Sie die soziale Gerechtigkeit, wenn ein Eigenheimbesitzer 21 Euro für einen Anwohnerparkplatz bezahlen muss und ein Mieter 2010 Euro bezahlen soll? Das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Also das sind die Zahlen, die bei der GWD teilweise aufgerufen werden. Das zweite ist, Frau Bock hat gerade schon den Verkehrswissenschaftler, der hier an der Uni Kassel wirklich prägend ist für die Verkehrswendeperspektive in der ganzen Bundesrepublik. Also Professor Carsten Sommer wird Land auf Land ab angefragt, weil er konzeptionell hervorragende Arbeit geleistet hat und sie immer noch leistet. Und eine dieser Arbeiten ist, herauszufinden, wofür Städte eigentlich Geld im Verkehr ausgeben. Und für die Stadt Kassel ist es konkret untersucht. Mit 26 Millionen Euro pro Jahr wird der Autoverkehr bezuschusst. Und das ist dreimal mehr als die Zuschüsse, die die Stadt Kassel an den öffentlichen Nahverkehr bezahlt. Und wo das soziale Recht sein soll, frage ich mich, wenn 39% der Haushalte gar kein Auto haben. Fast 40% der Leute zahlen für die Subventionierung des Autoverkehrs, obwohl sie kein Auto haben. Das ist zutiefst sozial ungerecht. Und daran wollen wir was ändern. Unter anderem mit einer mit eben diesem Teilwahlbetrieb zum Nulltarif, und wir haben natürlich Finanzierungsvorschläge gemacht, beispielsweise durch eine angemessene Anhebung der Parkgebühren, aber wir haben im Haushalt im letzten Jahr auch schon sehr konkrete Vorschläge dazu gemacht, wie man das alles gegenfinanzieren könnte. Und jetzt nochmal zum Thema autofreie Innenstadt. Sie tun ja so, als wenn das Maß kommen würde. Autofreie Innenstädte sind ein alter Hut. Und alle, die autofreie Innenstädte kennen, wissen, dass es die Aufenthaltsqualität steigert und dass letztlich gerade der kleine Einzelhandel davon profitiert, weil die Leute fußläufig dorthin kommen. Und ich gebe zu, dass diese Formulierung hier etwas flapsig ist und dass wir natürlich nicht an Enteignung denken, sondern es geht um die Perspektive, was wir in unserer Innenstadt verändern können und müssen. Ich weiß überhaupt nicht, wie Sie die Klimaaktivismusmaßnahmen hinkriegen wollen, wenn es nicht mehr Grünflächen in der Stadt gibt. Und wo sollen die denn herkommen, wenn nicht daher, wo jetzt die Autos stehen? Und ich bin sehr gespannt auf das Umsetzungskonzept, aber ich finde, ein Jahr lang Funkstille dazu ist einfach nicht akzeptabel angesichts der Dramatik der Lage. Frau Bock.